Ghost Recon Breakpoint ist tot. Ghost Recon Breakpoint ist am Ende. Ubisoft hat soeben mitgeteilt, dass Operation Motherland das letzte finale Content-Update für Breakpoint war. Das heißt, es wird ab jetzt kein neuer Content für Breakpoint mehr kommen. Das ist wirklich sehr schade. Immerhin bleiben die Server für Breakpoint und Wildlands weiterhin online, werden weiterhin betrieben, sodass Koop und PvP weiterhin funktioniert. Aber dennoch, ich finde in Breakpoint, man hätte da noch ein bisschen was rauskitzeln können. Aber natürlich muss sich Ubisoft auch irgendwann auf die Entwicklung eines neuen Teils konzentrieren. Und Breakpoint ist jetzt mittlerweile 3 Jahre alt. Und ja, der Service-Game-Ansatz hat ja nicht geklappt. Daher ist es mehr als verständlich, dass da irgendwann der Schlussstrich gezogen wird. Stichwort neues Spiel. Am Ende dieser Mitteilung hat Ubisoft sich noch für den Support und unser Feedback bedankt. Und ganz interessant finde ich das Ende, in dem sie sagen, dass unser ganzes Feedback und so weiter hilft, die Zukunft des Franchise zu formen. Heißt das jetzt, es kommt noch ein neuer Teil? Also das klingt zumindest sehr danach, als wäre das Franchise jetzt durch das anfangs gescheiterte Breakpoint nicht am Ende, sondern als wäre da noch was in der Pipeline. Es wurde leider jetzt noch nichts angekündigt konkret, aber ich denke und ich hoffe auch, dass noch dieses Jahr eine Ankündigung für einen neuen Titel gemacht wird. Denn ich glaube, sonst haben wir echt schlechte Karten. Wenn dieses Jahr keine Ankündigung kommt, dann, ja, dann könnte es schon kritisch werden. Zumal wir jetzt auch im Breakpoint, anders als in Wildlands, keine finale Mission mehr hatten, die so den Bogen schlägt zum nächsten Teil, wie wir das bei Wildlands, wie gesagt, hatten, mit Operation Oracle. Andererseits kann das natürlich darauf hindeuten, dass das nächste Ghost Recon ein komplett neues wieder ist. Also nicht mehr mit Nomad und Co., sondern mit einem komplett neuen Charakter, beziehungsweise komplett neuen Charakteren. Ja, also wie gesagt, also die E3 wurde ja leider abgesagt, wo ich gesagt hätte, ja, da gibt's bestimmt eine Ankündigung, aber wurde leider abgesagt, aber vielleicht macht Ubisoft ja auch noch ein eigenes Event und kündigt da was an. Sowas in der Art wie die Ubisoft Forward. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend in der Richtung. Was heißt das alles jetzt allerdings für die Zukunft meines Kanals? Zumindest bis ein neuer Titel kommt. Aktuell haben wir ja noch das Let's Play von Episode 3 und danach kommen auch noch Let's Play Folgen von den Events, abgesehen von Ember Sky, das haben wir ja schon erledigt. Danach weiß ich noch nicht so genau. Ich meine, die Tutorials, da habe ich immer noch einige geplant, aber ich hatte in letzter Zeit, so seit der Trennung von meiner damaligen Lebensgefährtin, habe ich da noch nicht so den Drive gefunden, um da wieder weiterzumachen, aber ich hoffe, dass das demnächst wieder weitergeht, denn so langsam bin ich wieder auf einem aufsteigenden Ast und dann kann die lange Tutorialpause ja beendet werden. Nur, was machen wir dann ansonsten noch? Ich wurde schon des Öfteren gefragt nach Koop-Gameplay, nach Team-Gameplay. Ist für mich tatsächlich nicht so interessant. Ich spiele tatsächlich am liebsten so alleine und habe auch keinen, mit dem ich so irgendwie taktisch irgendwie spielen kann und möchte auch nicht irgendwie jetzt mit in Anführungszeichen Fremden jetzt irgendwie da in der Richtung was aufbauen. Auf meinem Kanal habe ich schon immer alleine gespielt und das möchte ich auch weiterhin so beibehalten. Wenn du Interesse an wirklich geilem Koop- und Team-Gameplay hast, kann ich dir den englischen Kanal von FIST empfehlen, Force in Special Tactics. Die machen wirklich, wirklich, wirklich richtig geiles Team-Gameplay. Es macht wirklich Spaß zuzuschauen, kann ich dir wirklich nur empfehlen in der Richtung. Ja, ansonsten, wenn wir mit dem ganzen Content-Gedöns durch sind,
mit den Let's Plays. Was machen wir dann? Ich habe überlegt, vielleicht Custom Missions oder vielleicht ein anderes Spiel, vielleicht ein anderes Spiel aus der Ghost Recon-Reihe. Aber da werde ich auf jeden Fall am Donnerstag eine Umfrage im Community-Tab auf meinem Kanal machen. Da könnt ihr dann abstimmen, was ihr gerne möchtet. Bis dahin gibt's morgen erstmal eine weitere Folge, Episode 3, Let's Play, und dann schauen wir weiter. Dann bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.